Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder hier bist. Heute soll es um ein Thema gehen, das ihr sehr oft angefragt habt. Deswegen kommt es hier heute im Video dran, nämlich Augenkontakt mit Frauen. Und worauf ich mich spezifisch konzentrieren möchte hier in diesem Video, ist dir zu erklären, wie du mit Hilfe von gutem Augenkontakt Anziehung aufbauen kannst und andere anziehende Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit kommunizieren kannst. Das kann alles geschehen, indem du deine Augen benutzt. Denn Augenkontakt, und das ist erstmal als Wichtigste zu verstehen, ist eine gewisse Form von Dominanzfestlegung. Das heißt, durch Augenkontakt wird festgelegt, wer von diesen beiden Menschen der Dominantere ist und der Unterwürfige, der Submissivere. Das wird dadurch festgestellt, dass der sich unterordnet, meistens den Augenkontakt zuerst abbricht. Deswegen ist die allerwichtigste und erste Regel für Augenkontakt mit Frauen, für einen guten Augenkontakt mit Frauen, dass du nicht der Erste bist, der diesen Augenkontakt abbricht. Ja, du kannst das mal üben oder du kannst das mal beobachten, und ich mache das immer selbst gerne, in Bussen und Bahnen, wenn du unterwegs bist, bau mal Augenkontakt mit den Menschen auf und dann nimm dir mal vor, nicht als Erster wegzugucken. Und es sind ein paar Sachen, die du da beobachten kannst und die super spannend sind, was Sozialpsychologie angeht. Denn wenn du jetzt mit einer Person Augenkontakt hältst und angenommen, die Person bricht zuerst den Augenkontakt, also schaut zuerst weg, dann kannst du beobachten, dass diese Person dich wahrscheinlich nicht nochmal angucken wird. Denn in diesem Moment wurde die Dominanz bzw. die unterwürfige Seite bestimmt. Ja, du bist der Dominantere, die andere Person ist die Unterwürfigere in diesem Fall. Und die unterwürfigere Person guckt dem Anführer, dem Gruppenführer in dem Moment nicht mehr ins Gesicht. Ja, sie hat diesen Augenkontaktkampf verloren. Und du kannst es beobachten, wenn du selbst diesen Augenkontaktkampf verlierst, dann beobachte dich mal, das ist wirklich der Fall, dann wirst du zögern, nochmal in die Richtung dieser Person zu gucken. Und so stark sind diese Sachen, die mit Augenkontakt kommunizierbar sind. Also das erstmal, damit dir klar ist, wie mächtig das wirklich ist. Wichtig ist, Augenkontakt mit Frauen, dass du ihn hältst und dass du ihn nicht als Erster brichst. Das ist erstmal die Grundregel. Das heißt, wenn du mit einer Frau Augenkontakt aufgenommen hast, sei es im Club, sei es auf der Straße oder wo auch immer, dann halt den Augenkontakt mit ihr und brich ihn nicht als Erstes. Was du dadurch kommunizierst, und das ist super stark und sehr effektiv, ist, dass du ein selbstbewusster Mann bist, ein selbstsicherer Mann bist. Denn nur jemand, der unsicher ist, würde wegschauen. Was bedeutet wegschauen nämlich? Wenn du eine Frau anschaust und dann schaust du weg, bedeutet das, dass irgendwas in dieser Verbindung zwischen euch dich unsicher gemacht hat. Und deswegen hast du die Verbindung abgebrochen. Und das hat meistens was mit etwas in uns zu tun. Das heißt, wenn du eine sehr selbstsichere Person bist, eine Person, die sich selbst sehr sicher ist, dann wirst du nicht auf dich selbst zurückgeworfen durch Augenkontakt, durch eine Verbindung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Augenkontakt hältst, um der Frau zu signalisieren, ich bin ein selbstsicherer Mann. Und das ist nicht was, was die Frau sich denkt. Die Frau sieht das nicht und denkt sich, hey, das ist aber ein selbstsicherer Mann. Die Frau fühlt das. Ja, die Frau hat das Gefühl, wow, dieser Mann hat irgendwas. Vielleicht weiß sie nicht genau, wie sie es nennen soll. Vielleicht weiß sie nicht genau, was es ist. Aber sie weiß, dieser Mann hat was und das macht dich gleich interessanter für die Frau. Eine andere Sache, die ich dir immer empfehle und die ich auch selbst immer mache, wenn du im Alltag unterwegs bist, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann schau nicht in die Schaufenster oder auf den Boden oder in den Himmel. Klar, kannst du auch mal machen, wenn du in einem schönen Park unterwegs bist. Aber schau den anderen Menschen ins Gesicht und schau mal, was da passiert. Beobachte diese Dinge. Das ist enorm spannend. Ich könnte den ganzen Tag rumlaufen und das machen. Beobachte mal die Menschen, halt Augenkontakt mit denen und dann brich den Augenkontakt mal und lass die Menschen mal den Augenkontakt brechen und üb das einfach mal so ein bisschen. Das Spiel mit Augenkontakt. Eine weitere Sache, die du machen kannst, um zu checken, ob eine Frau auf dich steht, ist, Augenkontakt mit dir aufzubauen. Das ist eine super Möglichkeit, um zu schauen, steht diese Frau auf mich. So kannst du es vermeiden, unnötig viele Körbe zu kassieren, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ich erwähne es hier an der Stelle nur einmal kurz. Es ist nicht schlimm, Körbe zu kassieren, das gehört dazu. Und gerade wenn du am Anfang bist, solltest du viele Frauen ansprechen, um ein Gefühl für diese Flirt-Sache zu bekommen. Ja, bei mir ist es mittlerweile so, ich merke relativ intuitiv, hey, mit dieser Frau könnte was gehen, die Frau hat Interesse oder eben nicht. Aber das konnte ich nicht von Anfang an. Das habe ich gelernt, weil ich über Jahre richtig viele Frauen angesprochen habe, über 2.000, 3.000 und dadurch immer mehr und immer besser gelernt habe, wann eine Frau interessiert ist und wann sie es nicht ist. Aber zurück zum Thema. Durch Augenkontakt herausfinden, ob die Frau interessiert ist. Das ist super einfach. Du schaust der Frau einfach in die Augen,
Wichtig an der Stelle, brich nicht zuerst den Augenkontakt und dann schaust du, wie sie reagiert. Es gibt drei verschiedene Varianten, auf die sie reagieren kann. Entweder sie schaut neutral weg, dann hat sie kein Interesse. Neutrales Wegschauen ist ungefähr wie, sie schaut dich an und guckt dann einfach irgendwie ganz langsam in eine andere Richtung und wechselt dann langsam den Fokus. Oder auf ihr Handy. Langsame Bewegungen sagen, dass das Ganze eher eine neutrale Bewegung ist. Ja, also eine neutrale Geste. Und das sagt dir, die Einstellung der Frau dir gegenüber ist auch eher neutral. Sie hat dich gesehen, ihr habt Augenkontakt gehabt, wahrscheinlich eher zufällig. Es hat sie aber nicht besonders interessiert. Du hast sie nicht besonders interessiert und deswegen hat sie einfach neutral weggeschaut. Ein anderer Fall kann sein, wenn die Frau dich anschaut, du schaust sie an und sie guckt, weil du sie angeschaut hast, plötzlich nach unten weg oder zur Seite weg. Ganz schüchtern und schnell zur Seite weg. Das kann ein Indikator dafür sein, dass die Frau auf dich steht, vor allem dann, wenn die Frau danach nochmal hinschaut. Also wenn die Frau schnell wegguckt und danach nochmal so ein bisschen hochguckt und wieder wegguckt, dann weißt du, sie hat Interesse. Das heißt, je schneller dieser Prozess des Wegguckens passiert, desto größer ist wahrscheinlich das Interesse. Das erklärt sich logisch, denn angenommen, die Frau sieht dich und findet dich interessant, ja, dann denkt sie sich, wow, das ist ein attraktiver Mann. Sie spürt deinen Augenkontakt, du brichst ihn nicht und sie denkt sich, wow, ganz schön intensiv. Wow, der gefällt mir. Er schrickt sich quasi über deinen starken Augenkontakt und darüber, dass sie euch gerade anschaut und guckt weg. Die dritte Möglichkeit, die passieren kann, ist, dass der Augenkontakt bestehen bleibt. Ja? Auch ein sehr klares Zeichen dafür, dass Interesse besteht, denn offensichtlich schauen wir uns nur Sachen an, die uns interessieren. Du schaust dir ja kein Bild an in einer Galerie, das dich gar nicht interessiert, sondern du stehst wahrscheinlich vor dem Bild, was dich fasziniert und das guckst du dir eine halbe Stunde an. Genauso ist es mit der Frau. Wenn du und die Frau Augenkontakt habt und ihr brecht den Augenkontakt nicht und ihr schaut euch einfach in die Augen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Interesse ist, sehr, sehr hoch. Und was du an dieser Stelle machen kannst, kleiner Extra-Tipp, dass du einfach mal kurz lächelst und dann guckst, wie die Frau reagiert. Wenn die Frau zurücklächelt, dann ist es eindeutig und du kannst sie auf jeden Fall ansprechen gehen. Du solltest die Frau aber trotzdem immer ansprechen, das nur mal nebenbei. Aber dann ist es sehr, sehr klar, dass da Interesse vorhanden ist. Ja, wenn die Frau scheu wegguckt, dann ist auch Interesse vorhanden. Sollte die Frau dann aber so weggucken, also eher neutral, wie wir eben schon besprochen haben, ist vielleicht doch kein Interesse da. Du kannst also über Augenkontakt erstens kommunizieren, dass du ein selbstsicherer Mann bist, aber auch zweitens herausfinden, ob die Frau Interesse an dir hat. Aber, wie gesagt, und ich erwähne es nochmal an dieser Stelle, weil es sehr wichtig ist, gerade als Anfänger solltest du trotzdem jede Frau ansprechen, die dir gefällt, auch wenn du vielleicht denkst, hey, die könnte kein Interesse haben, geh mal hin und finde mal raus, ob deine Intuition richtig war. Denn nur so kannst du deine Intuition verbessern und nur so kannst du zu einem Punkt kommen, an dem du irgendwann ein ganz automatisches Gefühl für die Dinge hast, die bei einem Flirt passieren. Das kann eben nur klappen, wenn du ganz viele Fehlschläge hast und wenn du auch mal Sachen falsch interpretierst. Deswegen hab keine Angst davor, eine Frau anzusprechen, die vielleicht kein Interesse haben könnte und dadurch entwickelst du über die Zeit deine Intuition, was das Flirten angeht. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wenn du noch Fragen zum Thema Körpersprache bzw. jetzt ging es ja mehr um Augenkontakt hast, schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr an den Videos teilnehmt. Unten in der Ecke kannst du einen Quiz machen, in dem du rausfinden kannst, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Dort geht es kannst du den Channel abonnieren und dort geht es zu einem Video, das mein Channel explizit für dich herausgepickt hat und das für dich und deine jetzige Problemstellung interessant sein könnte. Schau da oben also gerne mal vorbei. Schön, dass du hier warst. Ich freue mich, dich am Samstag wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.